Ja, Shalom Andreas. Also erstmal freue ich mich sehr, dass du das erste Mal dich zurückmeldest. Hab's ja schon mal probiert, da ging es um die Meine und so. Und im Nachhinein habe ich es dann auch gesehen, dass du das schon mal gemacht hast. Ich glaube vor einem Jahr oder so. Ich weiß es jetzt nicht genau. Habe mir das Video auch angekriegt und das hat mich nur noch um betrübter und trauriger gemacht. Und war dann schon am Überlegen, was macht man jetzt? Schicke ich dir all die Stellen und dann habe ich ja gesehen, das ist ja deine Hauptaufgabe, das macht ja dein Glauben aus. Genau die Stellen, die das alles deutlich machen, die das deutlich bekennen und bezeugen, komplett zerschneidest. Und ich gehöre keiner kirchlichen Lehre an. Ich lese seit über 20 Jahren die Bibel, ich bin seit 20 Jahren getauft. Und für mich war das immer im einfältigen kindlichen Glauben überhaupt keine Frage, dass Jesus Christus mein Herr und Gott ist, so wie der Thomas bekennt. Und all die anderen Stellen, ja, die du ja auch zerschneidest und völlig zerredest, und das kannst du auch machen. Und deswegen habe ich auch gehört, das macht überhaupt keinen Sinn, dir das zu schicken, weil du willst daran festhalten. Und der Unterschied zu uns, mein Lieber, ist, dass wir keine Kirchenleute sind, wir sind keine Theologen, wir sind einfache Kinder Gottes und seit über 20 Jahren, der dicke Schaf, mein Bruder, der ist jetzt seit über 40 Jahren, mein Lieber. Und unser Glaube hat sich nicht geändert, wir sind nicht hin und her gesprungen von einer Lehre zur anderen, sondern unser Glaube war immer ein und derselbe. Und jedes Mal, wenn so eine Menschen wie du kam, die Jesus, den Christus, so wie er geschrieben steht, in Frage stellen, ja, sollte Gott gesagt haben, das Wort Gottes in Frage zu stellen, das ist von unten, mein Lieber, hat uns das noch mehr hineingetrieben, das Wort Gottes zu prüfen. Und wisst ihr was? Der hat das immer weiter eröffnet. Weil wir wollen nicht in die Irre gehen. Wir haben uns keine Kirchenväter rangezogen, keine Ideologien, keine Theologie, keine Lehrer, sondern wir sind selber in die Schrift gegangen, so wie du das gefordert hast. Und das machen wir seit über Jahrzehnten. Und der Herr führt uns immer weiter hinein. Wie Abraham hat deinen Tag gesehen. Du bist keine 40 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Bevor Abraham ward, bin ich. Das ist der, der sich Mose am Berg Sinai vorgestellt hat mit den Worten, ich bin, der ich bin. Das sagt dem Volk, der dich gesandt hat. Ich bin. Du schaust aufs Sichtbare. Das haben die Juden auch gemacht. Wo sie gesagt haben, wer bist du denn? Ich bin zuerst das, was ich zu euch sage. Das Wort Gottes. Schaut nicht auf das Sichtbare, ihr müsst die Geister prüfen. Das ist ja seine Macht und Herrlichkeit. Er kam in der Gestalt eines Menschen, in sein Eigentum. Die ganze Schrift spricht davon. Und das, was du leugnest, das ist ja schon Gotteslästerung. Mein Lieber, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du das erkennst. Es geht doch nicht darum, um Debatten zu machen, Klicks zu generieren. Wisst ihr, macht keine Freude, sich die ganze Welt zum Feind zu machen. Sondern die Liebe ist es, die dir zuruft, in aller Deutlichkeit, und zwar im Angesicht Gottes, was du Buße tun musst. Du musst umkehren, mein Lieber. Weil das, was du verkündigst, du verführst die Menschen in die Irre und dich selber auch in die Irre. Du musst aufpassen. Weil wer uns aufnimmt, nimm Christus auf und den, den er gesandt hat. Du hast hier nicht mit Fleisch und Blut zu tun, mein Lieber. Das ist das, was du noch nicht verstanden hast, mit wem du zu tun hast. Das sage ich dir am Angesicht Gottes und im Namen Jesu. Tu Buße. Und alle, lass deine Videos sein. Lösch deinen Kanal. Hör auf. Fang von vorne an. Du hast die Nummer, den Kontakt. Melde dich. Tu Buße. Und dann fang von vorne an. Dann reden wir nochmal über alles. Glaube, Taufe, die Grundlagen. Du musst neu geboren werden, mein Lieber. Du musst dein altes religiöses Fleisch kreuzigen und begraben lassen. Du bist fleischlich, du bist religiös. Dein Glaube beruht auf Verstand. Das hat auch nichts mit Verstehen zu tun. Wie will ich denn den verstehen, der alles gemacht hat aus nichts, indem er sprach? Das hat mit Glauben zu tun. Und bloß weil du das nicht auf die Reihe bekommst, dass Jesus Christus mein Herr und Gott ist, versuchst du mit deinem Verstand zu erklären. Da sind alle anderen schon dran gescheitert. Ihr werdet in euren Sünden sterben, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin. Hörst du das nicht? Lass die Videos sein, hör auf damit, tu Buße und du musst von neuem geboren werden.
Das ist das, was wir dir sagen, im Angesicht Gottes und im Namen Jesu. Die Nummer hast du ja. Alles andere solltest du sein lassen, weil du dich aufmachst gegen den wahren, einzigen und lebendigen Gott, mein Vater. Ich hoffe, du hörst das, mein Lieber. Es ist kein Spiel und keine Diskussion. Halleluja.